Ein Schiff fährt in den Hamburger Hafen ein. An Bord Kokain. Dass die Ware so versteckt ist, kommt selten vor. Das ist schon Champions League. Wenn das klappen sollte, bekommen wir 4 Millionen. Ey, mein Bauch dreht gerade durch. Ein 16-Tonnen-Deal. Organisiert über Krypto-Handys. Über eine App namens Sky ECC. Was die Schmuggler nicht wissen, Europol ist ihnen auf der Spur. Bald werden Polizisten all ihre Chats mitlesen. These criminals really thought law enforcement will never get in. And we got in. Es ist der größte Schlag seit Jahren gegen das organisierte Verbrechen. Tausende Festnahmen weltweit. In March 2021, the Sky ECC network has been taken down. Die Ermittler bekommen Einblicke, die es so noch nie gegeben hat. In das Innenleben der brutalsten Mafiabanden weltweit. It was as if we were at a table with the criminals, and it really was. Dann nach Holland, dann aufgemacht, dann nur noch uff, hab geklärt, dass wir endlich reich werden. Über 1,5 Jahre haben Ermittler alles gespeichert, was über Sky zu holen war. Fotos, Videos, mehr als 1 Milliarde Nachrichten. Und wir haben diese Chats. Frontal, The Crime Messenger. Der Hamburger Hafen. Im Februar 2021 läuft hier ein Containerschiff ein. Die Cap San Artemisio. Sie hat eine besondere Fracht an Bord. 16 Tonnen Kokain. Dies ist einer von vielen Deals, den Kriminelle über Sky ECC organisiert haben. Eine besonders gut verschlüsselte Handy-App. Pakete sind 3-mal umschweißt. Eingelegt in Lack und Farbe. Die Dosen mit einer dicken, weißen Schicht von innen ummantelt. Luftdicht verschlossen. Dass die Ware so versteckt ist, kommt selten vor. Das ist schon Champions League. Die Schmuggler glauben, dass der Deal dank ihrer Sky ECC-Handys unbeobachtet bleibt. Doch sie sollten sich irren. Ermittlern aus Deutschland und den Niederlanden ist ein Schlag gegen internationale Rauschgiftschmuggler gelungen. Der Zoll in Hamburg hat die größte Menge an Drogen sichergestellt. Es ist der größte Rauschgiftfund dieser Art in der europäischen Geschichte. Der Zoll präsentiert den Rekordfund. 16 Tonnen Kokain. Verborgen in diesen Kanistern. Kokainblöcke ummantelt von Spachtelmasse. Ich habe insbesondere den Geruch in Erinnerung. Ein Duft von Lösungsmitteln, weil natürlich die ersten Behälter mit der Spachtelmasse schon geöffnet wurden. Die Kollegen waren intensiv dabei, die Pakete, es war ja total dreckig alles, die Pakete aus den Kanistern rauszuholen. Und überall floss hier die Spachtelmasse durch die Gegend. Das war toll. Es war kein Zufall, dass die Fahnder die Container kontrolliert haben. Auf diesem Schiff sind sie von Südamerika nach Hamburg gebracht worden. Mit einem Zwischenstopp in Rotterdam. Wir haben einen Hinweis von den niederländischen Kollegen darauf erhalten, weil sie selber auch schon diese Container selektiert hatten. Damals lief in den Niederlanden und auch in Frankreich und Belgien eine geheime Operation der Polizei. Die Ermittler haben mehr als 1,5 Jahre lang jeden Chat, jede Sprachnachricht, jedes Bild gespeichert. Weltweit. Und dann die Krypto-App Sky ECC geknackt. Die Fäden der Undercover-Operation liefen hier zusammen. Bei Europol, der europäischen Polizeibehörde in Den Haag. I am Katrin de Bolle. I am the director of Europol since 2018. My job is to fight crime. Sky ECC was really a game changer for Europol. Die Ermittler konnten 1 Milliarde Chats entschlüsseln. Genau zu der Zeit, als die Container mit den 16 Tonnen Kokain nach Hamburg unterwegs waren. One colleague from the Netherlands said it was as if we were at a table with the criminals, and it really was. They were discussing with each other and we were listening in.
Uns liegen tausende Dokumente aus den Sky-ECC-Files vor. Chats und Fotos, die sich die Kriminellen geschickt haben. Auch die der Schmuggler der 16 Tonnen Kokain. Einer koordiniert den Deal von Dubai aus, gibt Anweisungen über Sky-ECC. Ein anderer lebt in Norddeutschland, sowie der größte Teil der Bande. Über ihre Sky-Handys schmieden sie Pläne. Ja, Mann. Sieht alles sehr, sehr gut aus jetzt. Das waren die stressigsten Wochen in meinem Leben. Sie werden wütend, wenn es nicht läuft. Dieser elendige wenn er noch einmal frech wird in der Gruppe, ich schwöre dir, mir scheißegal, ob die Arbeit klappt oder nicht. Sie beraten, wen sie einweihen. Beide Fahrer sind erfahrene LKW-Fahrer mit krimineller Energie und wollen am besten heute anfangen zu arbeiten. Ein paar Monate vor dem 16-Tonnen-Deal waren sie mit ihrer Methode erfolgreich. Über ihre Sky-ECC-Handys schickten sie sich diese Fotos. Damals gelang es ihnen, die Drogen am Zoll vorbeizuschmuggeln. Okay, Leute, folgendes. Die Container müssen zum Scan. Da wird ein Termin vereinbart. Dieser Termin hätte auch heute sein können, ist aber morgen. Die Uhrzeit erfahren wir morgen früh. Der Plan? Sie wollen die Container vor der Kontrolle in diese Lagerhalle bringen und die Paletten austauschen. Die Kanister mit Kokain ersetzen durch saubere Ware. Die steht schon bereit. Nimmt bitte einen Edding mit und markiert die Paletten mit einem X. Nicht, dass die Paletten durcheinander kommen. Rechne mit einer Minute Palette raus und rein. Eine Stunde alles, denke ich. Die Täter merken, dass etwas nicht stimmt. Ein Komplize soll zum Hafen fahren und die Lage checken. Kannst du zum Eurogate Ausschau halten? Oder beim Scan? Ich gehe ein bisschen spazieren, vielleicht finde ich Wege. Sicherheit geht vor. Wenn du eine Gefahr erkennst, dann lass es bitte. Achte sehr auf dich. Der Komplize beobachtet die Containerprüfanlage und verschickt Bilder aus dem Auto. Er versucht, die Containernummern zu erkennen. Die ersten 4-5 Zahlen waren passend. Das sind Safety-Boxen. Okay, sicher. Also alle beim Zoll. Dann fällt der Beobachter den Zollbeamten auf. Er macht noch ein letztes Foto. Werde kontrolliert. Telefon weg! Die Containerprüfanlage. Sie sieht aus wie eine große Waschstraße. Der Lastwagen wird reingezogen und mit zwei Röntgengeräten durchleuchtet. Von der Seite und von oben. Die Scans landen auf den Monitoren der Bildauswerter. Aus ermittlungstaktischen Gründen will uns der Zoll die Originalbilder des 16-Tonnen-Falls nicht zeigen und demonstriert seine Methode an einem anderen Fall. Das waren Bananen aus Ecuador. Da haben wir 2,6 Tonnen Kokain entdeckt im hinteren Teil des Containers. Türseitig fällt einem hier schon ein etwas dunklerer Fleck auf. Und wenn man sich den auch noch mal genauer anschaut, sieht man hier ganz klar und deutlich diese Päckchenstrukturen. So hat der Zoll am 12. Februar 2021 auch das Kokain gefunden. Statt unter Bananen versteckt in Spachtelmasse. Meinst du, wegen Sky ist alles passiert? Die Bande hat die Lieferung verloren. Lösch alles, Bro. Doch es ist zu spät. Die Ermittler haben ihre Chats bereits abgezapft und gespeichert. Die beiden Wortführer aus Dubai und Norddeutschland sind flüchtig. 13 ihrer Komplizen standen bereits vor Gericht. Sky-ECC galt eigentlich als absolut sichere App und schafft es 2019 in die deutschen Charts. Auf YouTube hat der Song des Rappers Enno mittlerweile 35 Millionen Klicks. Ich tipp den Preis von meinem Haze in mein Blackberry ein.
Glaubt man dem Song, ist BlackBerry Sky das einzige Kommunikationsmittel, dem man vertrauen kann. Erwerben konnte man es zum Beispiel bei ihm. Hier wird verkauft. Ja, ich heiße Ali, arbeite hier und bin ein Handyhändler. Was suchen Sie speziell? Suchen Sie iPhone 14? Ja. Okay, ich schreibe es mir auf. Ali erinnert sich noch genau an den Tag, als ein Kunde reinkam, der Sky ECC genutzt hat. Sag, Habibi, hör mal zu. Der Typ kam rein. Er sah gut aus. Er roch gut. Er war etwas groß. Gut aussehen, geile Frisur, alles war picobello, verstehst du? Dann habe ich gesehen, dass er ein iPhone in der Hand hatte, er hat damit rumgespielt. Ich habe ihn gefragt, was ist das? Er meinte, das ist Sky. Der Kunde erzählt, dass seine eigene Firma gehackt worden sei. Deshalb nutze er jetzt Sky. Er ist über einen Taschenrechner reingegangen. Das hat mich fasziniert. Durch diesen Kunden habe ich diese Welt von Sky angetroffen. Ali wird offizieller Sky-Verkäufer. Die Abos sind teuer. Eine Jahreslizenz ohne Smartphone kostet 2.200 Euro. Laut internen Dokumenten soll Ali Lizenzen für knapp 150.000 Euro verkauft haben. Ein Kunde ist ihm besonders in Erinnerung geblieben. Einer rief mich an, er hat gesagt, ich kann nicht kommen, du musst vorbeikommen. Du musst aber mehrere Geräte nehmen. Also ich wollte das sowieso so haben, ne? 3-4 Geräte auf einmal. Ist okay. Eigentlich war es schon falsch, als ich hingefahren bin. Ich wurde extrem freundlich aufgenommen. Da waren andere Gäste, ne? Und da war ein Tisch, weiß ich nicht, so locker 10 Meter, ne? Vollgefüllt mit Farben und Essen und was weiß ich. Wochen später oder ne, ist hier ein Brief, kam hier rein von der Kripo. Ich wurde observiert, ich wurde fotografiert, ich wurde abgehört. Die haben auch gesagt, das war ein Drogenring. Guten Tag, es war eine Polizeiaktion nie dagewesenen Ausmaßes. Im März 2021 lassen Ermittler Banden hochgehen, die Sky ECC genutzt haben. In ganz Europa rücken Spezialeinheiten zu Razzien aus. Sky ECC hört auf zu existieren. Für immer. Dieser Mann aus Vancouver, Kanada, hat die App Sky ECC entwickelt. Ihm wird vorgeworfen, damit den internationalen Drogenhandel unterstützt zu haben. Nach US-Recht drohen ihm zweimal lebenslänglich. The US government indicted me and accused me of being a drug trafficker, a drug dealer. I was in complete shock. I couldn't understand how a technology company could be a drug dealer. I'm Jean-François Ip, CEO of Sky Global. I'm a privacy advocate, and the fight is lonely. My technology was never made or designed or intended for criminal use. It was worldwide spread. Sky ECC was used really by criminals. Mr. Ip has done nothing wrong. He is entirely innocent of all charges against him. He is not a drug dealer. He's a tech nerd that created a technology that some bad people used, just like any other product. He didn't intend for that. He didn't try to facilitate that. When people tell me from this sector that they deliver the device, but they are not at all responsible for the possible usage of the tools, then I cannot understand that and I don't appreciate that. Ip sagt, er habe Sky ECC zum Beispiel auch für Prominente entwickelt, um deren Privatsphäre zu schützen. Hi, welcome to our offices. This is Sky Global's office. Come on in.
This is where the magic happens. The product of SkyCC gave power back to users. I believe that that's how the world should be. You know, your thoughts should belong to you. Your data should belong to you. It doesn't belong to anybody else. Eep war sich absolut sicher, dass niemand seine Verschlüsselungstechnik knacken würde. Er schrieb sogar ein Preisgeld von 5 Millionen Dollar aus für denjenigen, der ins System kommt. Kein Hacker schaffte es, bis Europol dann doch einen Weg fand. It was a really a very nice moment, because having access to encrypted communication of criminal groups is of course very rewarding, because then you can start with the real work. These criminals really thought law enforcement will never get in, and we got in. Europol knackte SkyECC und damit die Kommunikation von 170.000 Nutzern. Sämtliche Daten wurden gespeichert. Für mich ist das ein Skandal. Wenn ich davon ausgehe, man hat über anderthalb Jahre sämtliche Daten mitgeschnitten, dann ist das definitiv der größte Eingriff in die Privatsphäre von deutschen, europäischen und Weltbürgern. Ja. Christian Lödden ist Rechtsanwalt und Strafverteidiger. Einige seiner Mandanten haben SkyECC genutzt. In den Prozessen spielen die Chats eine wichtige Rolle, als Beweismittel der Anklage. Doch Lödden bezweifelt, dass diese Beweismittel rechtmäßig erlangt wurden. Schon 2018 hatte die Staatsanwaltschaft in den Niederlanden versucht, SkyECC zu überwachen. Doch ein Gericht in Amsterdam lehnte den Antrag ab. Die Begründung? Die Richter können der Argumentation nicht folgen, dass SkyECC fast ausschließlich von der organisierten Kriminalität genutzt wurde. Die bloße Nutzung verschlüsselter Kommunikationsdienste kann keinen hinreichenden Anfangsverdacht begründen. Dann ist man nach Frankreich gegangen, hat dann die französischen Behörden kontaktiert und hat gesagt, naja, bei euch stehen ja diese Server, an die wir ran wollen. Deswegen, wenn wir in Niederlanden keinen dementsprechenden Beschluss kriegen, vielleicht bekommt ihr ja in Frankreich so einen Beschluss. Und den gab es dann auch im Juni 2019. Da hieß es dann, dass der gesamte Server-Traffic von allen Geräten weltweit erstmal gesichert werden darf. Europol begründet die Massenüberwachung damit, dass SkyECC für illegale Geschäfte genutzt worden sei. We saw that all the people having a SkyECC phone, which was very expensive, were all criminals. Es gab 170.000 SkyECC-Nutzer. Und alle sollen kriminell gewesen sein? It's a distortion. They're only looking at the bad people. So what they're not doing is looking at who are the celebrities, actors, attorneys and financial planners that were using this product. Der Fall SkyECC. Über 1,5 Jahre haben Ermittler alles gespeichert. Chats, Fotos, Videos, 1 Milliarde Nachrichten, die sie später entschlüsseln konnten. Eine Massenüberwachung. Aus meiner Sicht stehen ganz massive rechtsstaatliche Bedenken gegen die Verwendung und auch die Verwertung dieser Daten als Beweismittel entgegen. In Bezug auf SkyECC haben wir tatsächlich noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung. Das ist die eine Seite. Die andere Seite? Ermittler haben hunderte Festnahmen durchgeführt und konnten nach eigener Aussage zahlreiche Verbrechen vereiteln. We prevented 114 killings. For instance, Western Balkan groups used SkyECC phones. This gave us the opportunity to understand how they were organizing the killings, how they were organizing the torture. Allein in Deutschland wurden im Zusammenhang mit SkyECC 680 Ermittlungsverfahren eingeleitet. We are pretty confident that everything we did was legal, because we had this judicial oversight from the start of the case. Und De Bolle will noch mehr. Auch Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Signal sollten für Ermittler zugänglich sein. So for me, the hosting online providers should be forced in one way or another to provide us with the information we need for our investigative cases. I am not asking for a backdoor. Nobody is asking for a backdoor. We want a front door.
Wenn ihr noch mehr über den Sky-Hack erfahren wollt, in unserem fünfteiligen Podcast Lösch alles, Bro, blicken wir hinter die Kulissen von Europol und Sky-ECC. Ihr findet alle Folgen in unserer Playlist und überall, wo es Podcasts gibt.